einfach, den noch nie jemand gesehen hat. Timo hat halt ein Auge für. Ja, Bildschirm. Aber vielleicht ist es auch Natural Regeneration. Das fände ich so böse, wenn das wäre. Weil dann müsste ich einfach überall nochmal hingehen. Naja, Natural Regeneration gibt es zu 100%. Ja, wegen. Weil, aber. Aber bitte nicht bei den Büschen. Ich schau Timo zu, wie er runterplumpst. Und dann stirbt. Nicht. Ich glaube, ich stelle mein Pferd mal irgendwo da ab. Ich habe eh nur das. Ja, aber nur das Schlechte, also das Skelettpferd. Ich sehe kein besseres. Doch, ich habe ein besseres. Boah, das sind einfach überall Möwen. Ja. Ist da unten Wasser oder nicht? Nein. Du musst leider Imagine machen. Wenn du Kraft genug dafür bist. Problem ist, der Marker ist genau in meinem Point of View. Ja, ich habe ihn absichtlich dort hingesetzt. Ja, Bro. Machst du hier Wasser hin? Hier. Ah. Das hat weh. Ich kann dir dann zeigen, wo. Okay, Timo, kannst du mir Fackeln geben? Ja, wo bist du? Du bist ich, da. Ich komme. Richtung. Ich bin im Süden. Boah, diese Gänge sind einfach mächtig. Mhm. Hallo. Danke. Ich grab mich gerade zu einer Höhle. Oh nein. Du hast ein Schild, geht vor. Oder nein, ich hab einen Bogen. Warte, ich Benny vor. Geh weg, geh weg, geh weg! Achso. Aha, es hat sich ein Zombie in unserer Mine gespawnt. Okay. Nein, Skelett. Boah, zum Glück hatte ich 1030 Leben, wirklich. Hast du dich angegriffen? Ja, sicher, ich habe nur noch 750. Der Willem leuchtet Sachen nicht gescheit aus? Der Willem leuchtet eh fast perfekt aus. Warum? Doch. Ja, halt fast perfekt. Noch perfekter wäre unnötig, das wäre einfach Verschwendung. Es müssen selbst alle nicht spawnen. Ich hab's. Es reicht ja, wenn viele nicht spawnen. Ich hab's Pixel Perfect gemacht, okay? Ja, jetzt gib mir Fackeln. Theo. Okay. Oh! Okay, die Höhle ist wahrscheinlich über mir, wenn es eingestürzt ist. Oder? Nein. Einfach so eingestürzt, okay. Lecker. Oh. Aber ich höre auch Zombies. Stimmt, ich habe keine Säge mehr. Die ist kaputt gegangen. Die Höhle ist entweder unter oder ober mir. Kannst du mir wieder droppen? Ich habe auch einen Floor Tourmaline bekommen. Lecker. Aus den ersten zwei Blöcken. Alter. Das ist so unfair. Die Mobs sind entweder genau über oder genau unter mir, aber ich höre sie nicht. Was denkt ihr, wo sind die? Hinter Unge. Kurze Frage, Timo, soll ich mich zum Mittelminen graben oder nicht? Wo stürzen ja, Sachen ein? Egal. Ich denke, die Höhle unter oder über mir stürzt ein. Denn ich höre Sachen, wie sie einstürzen. Alter 4. Nein, Benny. Warum? Ist herausfindet. Hört, wie etwas einstürzt. Aber ich grab mich gerade zu einer Ravine. Also, wenn ihr Ravinen wollt, dann könnt ihr Ravinen. Halt, wenn ich dort bin. Wieso ist alles jetzt dunkel geworden?
Oh, okay, deswegen. Kleiner Barbara. Das finde ich ein... Übrigens, wir können die Mining Struts recyceln. Wir können jedes zweite Strut-Paar eigentlich wieder wegnehmen, sobald wir es einmal platziert haben. Ja. Das in beide Richtungen wirkt. Was soll ich schon damit anfangen? Du kannst es machen, ja, wenn du willst. Dann so spart man halt die Hälfte an Struts. Du kannst nicht widersprechen. Und wenn schon, dann bin ich beleidigt. Mhm. Genau. Ich habe gerade meine letzte Beete gegessen, jetzt habe ich keines mehr. Dann gebe ich dir gleich was. Oh, nee, nicht. Ich grabe mich nach unten, damit ich sehe, ob dort die Mine ist. Also ich meine die Höhle. Siehst du die Ravine, Benny? Nein. Nein? Mhm. Ist wirklich blind. Ich bin nicht blind. Nur dumm. Wenn sie Richtung Westen ist, dann sehe ich nicht. Wenn sie Richtung, ist Richtung Nordwesten. Also von mir aus ist sie genau Nordwesten und zwar 20 Blöcke. Achso, die meinst du. Die waren, in der waren wir schon. Da war der schon? Ja, komm, ich zeig dir den Eingang, wenn du willst. Nein, lass mal. Ja, das ist die mit dem Zirkon. Ja. Oh. Timo, deswegen siehst du sie auch auf der Map, weil sie ausgeleuchtet ist. Mhm. Ich hab gedacht, da ist Lava drin. Mhm. Okay, nein, die Höhle ist über mir, nicht unter mir, denke ich. Ja, die ist über mir. Ah, ich weiß es nicht. Dann grabe ich normal weiter einfach. Kurz Wasser platzieren. Benny, kannst du bitte auch graben und nicht einfach nur hinter mir stehen? Ja, ich grab mal wieder in die andere Richtung. Soll ich mich zur Höhle graben? Oder weiter Richtung Osten? Kann ich nicht beantworten. Wilhelm? Hm? Soll ich mich zu meiner Höhle graben? Ja. Das Ding ist, es gibt keine Mobs mehr dort. Deswegen weiß ich nicht genau, wo sie ist. Eben nicht egal, weil die Mobs waren der einzige Wegweiser, den ich hatte. Dass es im Norden war. Richtige Wühlmäuse, mir gefällt das. Ich brauche wieder Holz. Ich hab noch Holz. Du kannst oder? Einfach, Willem, kannst einfach Struts recyceln, so wie es Steven gesagt hat. Ja, wirklich, recycle Struts. Wie genau? Du kannst die Hälfte der Struts kannst du alle removen. Es wird nichts einstürzen. Einfach weil die wirken okay. Ja in beide Richtungen, verstehst du? Ja, stimmt. Das heißt, ich kann jeden zweiten einfach wegmachen. Ja. Okay, nett. Das mache ich dann. Ich grab mich jetzt ein bisschen in Richtung Norden. Wenn ich treppiere, ist es eure Mitwege. Nicht krepierst, das ist aber Putins Schuld. Ja. Weniger Sinn. Wie heißen die Diamanten nochmal? Kimberlite. Harry. Ah. Harry. Hast du was anderes gefunden oder wie? Ja, Ried. Von der Nickelmine. So. Okay.
Ich habe keine Ahnung, wo die Höhle ist. Ich höre eine Fledermaus. Eine Fledermaus? Ja. Ende, das war unnötig. Was soll man machen? Ist die Ambience? Jetzt glaube ich, wäre es eine Hülle. Ja, jetzt ist es wieder weg. Mal hoffen, dass sie auf meiner auf derselben Höhe wie ich ist, die Höhle. Mhm. Oder sonst habe ich Pech. Ich denke, okay, in unserer Ravine spawnen sich Monster gerade. Was ist dein Problem? Ich war noch gar nicht erwischt, Alter. Oh Mann. Das Problem ist halt wirklich, dass ich Prospecting Novice bin. Ich bin bei Prospecting. Ich bin Expert und bald, ich bin auch bald Master. Ich bin so 25%. Mir fehlt noch so 20 oder ja 10-20% und dann bin ich Master. Ich habe erst 25% Expert. Es wäre nicht schlecht, wenn Willem eigentlich nochmal prospekten würde bei mir im Gang. Du bist ja noch im schlechteren Bereich. Hey, ich hab very large sample of Carbocassiterit. Das ist auch nicht das schlecht. Das markiert ihr das? Wir haben noch gar kein Cassiterit. Ja, ich weiß. Ich lasse es dann einfach, wenn ich für mich bin, bei Hilfe. Ich würde sagen, das ist einfach eine Gemeinschaftsmine. Die Kastetarit. Struts. Wirklich effizient. Ich bin gerne effizient. Ja. Jawohl, normales Cassiterit. Okay, zumindest kein Pur. Mhm. Erstmal prospekten, weil das levelt mich auf. Aber hurra, wir haben jetzt eine Kassiterit-Mine. Oder soll ich sie für mich selber beanspruchen? Nein.
Was heißt hier nein? Nein heißt. Ich, für mich ist es ein Ja. Einfach nur um Willem zu nerven. Jemand, du darfst gern kastriert haben, aber Willem keins. Uhui. Benni. Das ist sehr fair. Ja. Fairness ist Fairness. Halt einen Marker dort. Also das ist Tin. Damit macht man normale Bronze. Genau. Aber stimmt, genau. Willem, kannst du noch da um das Rezept umändern, dass man auch diese Heavy Duty Blades mit Hilfe von Bismuth Bronze machen kann? Naja, ich würde schon normale Bronze machen. Das letzte Mal hast du gesagt, dass man das auch. Egal. Okay, egal. Dann mach ich normaler Bronze. Nein, das ist dumm. Ich würde sagen, jede Art von Bronze. Ich hätte auch gesagt, aber. Das ist Bronze. Von den unterschiedlichen Arten von Kupfer. Eigentlich schon, aber egal. Kupfer ist Kupfer. Warum ist dann Bronze nicht Bronze? Naja.